Oh. Okay, da haben wir schon mal das Erste, was nicht wie in Deutschland ist. Danke fürs Einschalten und guten Morgen aus Ägypten, Kairo. Wir gehen heute deutsch frühstücken. Gestern Abend habe ich zufällig Ralph's German Bakery gefunden und da bieten sie deutsches Frühstück an und wir möchten einfach mal rausfinden, wie schmeckt deutsches Essen in Ägypten, Kairo. So, was erwartest du? Gutes Brot, gutes Gebäck. Juba müsste jetzt gleich kommen, wir legen los. Tschüss. Wie ekelhaft. Was denn? Hier ist einfach benutztes Kleenex in meiner Tür. Ekelhaft. Vor allem in dieser Zeit, was sich die Leute denken, gell? So, Freunde, wir sitzen im Juba. Genau, wir haben jetzt auch eine, ich glaube, 25, 30 Minuten Fahrt vor uns. Wir wohnen, damit ihr es mal wisst, wir wohnen in Heliopolis. Und heute, das möchte ich jetzt auch hier extra erwähnen, fahren wir das erste Mal mit der Kamera nach Maadi. Und Maadi ist eine gute Gegend, da wohnen viele reiche Leute und so, sehr grün am Nil. Sorry, can you close the window? Sorry, wo waren wir stehen geblieben? Also es ist ja, eher... reichen Viertel. Worauf ich aber hinaus will ist, wir fahren nach Maadi heute. Wir gehen zu der Bäckerei und vor ein paar Tagen auf jeden Fall hat mich eine richtig süße E-Mail erreicht von Karim. Ich bedanke mich für diese nette E-Mail. Deswegen freut mich das umso mehr, dass wir heute ein Video einfach aus Maadi machen können. Und jeder, der mir eine E-Mail schreiben möchte, hier blende ich einmal die E-Mail ein. Und genau, ich freue mich über alle E-Mails. Schreibt mir gerne auf Instagram, schreibt mir gerne auf, ruft mich an, wenn ihr meine Nummer habt. Ich küsse euer Herz. E-Mail in der Infobox oder wo? Ja, ne, E-Mail wird eingeblendet im Bild. Ach so. Boah, wie diese Bäckerei hat zu, Alter. Ich tick aus. Ich hab so Hunger. Ah, perfekt. Und die Bäckerei hat offen. No, it's okay, you can pass. Ja, schon klar. Check aus. Immer kontrollieren, ob Juba leer ist. Ich glaube, der macht doch gerade erst auf. Vorsicht, Vorsicht. Wo wollen wir sitzen? Ich weiß nicht, ob man hier sitzt oder reingeht und bestellt. Ich glaube, man geht rein und bestellt. Ja, Freunde, wir sind da. Ralph's Bakery, German Bakery. Let's go. Schauen wir rein. Ob das hier deutsch aussieht oder nicht. Hello. Do you speak English? Yes? Okay. Also hier sieht man schon mal, schau mal. Brezen. Die habe ich in Deutschland zum Beispiel noch nie gesehen. Croissants. Nuss-Eck. Cheese croissant. Cheese croissant? Yes. Oh. Ham-Cheese-Croissant, yes. Nice. Ausgezogener. Ausgezogener. Aber andere Form von ausgezogener. Aber schön. Ja. Alter, wie groß diese Tortenstücke hier sind. Cheesecake. Cheesecake? Very nice. Okay. Okay, Freunde, das hier ist das Menü. Also. Full English. Full English. Dann gibt's deutsches Frühstück für 120 Pfund. Bacon, kein Schwein. Salmon, Bavarian Farmer. Alter, das ist Leberkäse mit Ei und Kartoffeln. Oh, lecker. Ein Hotdog. Sauerbraten. Ralph's Burger. Ralph's Bavarian. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie wir das machen wollen, aber wir werden einfach ein paar Sachen bestellen und sie mal probieren und einfach mal schauen, wie deutsches Essen in Ägypten schmeckt. Bestellung ist gemacht. Es ist super süß hier draußen. Stühle, braune Stühle, schön eingerichtet, braune Kissen, blaue Sitzbänke. Der Gärtner ist hier schön am Bewässern der Pflanzen. Die Straße ist wirklich sehr ruhig. Ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit bis jetzt liegt oder ob die Straße einfach so ruhig ist, aber ich finde, es hat schon einen sehr, sehr schönen Vibe und bis jetzt hat Maadi absolut überzeugt. Oh, nice. Was gibt's bei dir? Immunity Boost. Ich weiß nicht, was alles drin ist. Zimt? Zimt und ich glaube Ingwer. Aber sehr lecker. Was man auch, glaube ich, zu Maadi und Zamalek sagen kann, dass hier viele, viele internationale Leute wohnen, also auch aus dem Ausland, Ausgewanderte. Das Restaurant ist schon bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, ein Vibe für sich.
jeder, der hier in Maadi ist oder überhaupt in Kairo, sollte sich Maadi mal anschauen. Es ist schon sehr besonders. Was haben wir uns bestellt? Wir haben uns einmal bestellt Croissant, Breze. Ja? Eine Breze, die meiner Meinung nach sogar, ich sag mal, zu 90% wirklich so aussieht wie eine deutsche Breze. Dann ein Berliner Krapfen. Bei uns sagt man Krapfen in Bayern. In Berlin sagt man Berliner, glaube ich. Ein Fruchtsalat, Cornflakes. Ist da Müsli auch drin? Ja, Müsli ist drin. Genau, so ein gemischtes Müsli mit Cornflakes. Mein deutsches Frühstück, muss ich ehrlich sagen, sieht sehr deutsch aus. Wenn man mir diese Platte in Deutschland hinstellt, würde ich sagen, okay, das geht durch als deutsches Frühstück. Wir haben einmal Scrambled Eggs, ein bisschen Salat in der Mitte, einfach trocken geschnitten ist. Wie heißt der Käse? Schimmelkäse? Dann eine Art von Wurst, zwei Scheiben Käse, ich weiß nicht genau was für Käse, ich würde Cheddar-Käse, denke ich mal. Nutella, Marmelade, ein bisschen Schinken. Ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt. Fangen wir an mit dem Krapfen, Freunde. Der Cappuccino hat auf jeden Fall überzeugt. Was mir direkt aufgefallen ist, dieser Krapfen hier wurde aufgewärmt. Das erlebt man in Deutschland auch nicht oder wird warm gehalten. Oh, okay, da haben wir schon mal das Erste, was nicht wie in Deutschland ist. Der Krapfen wird aufgeschnitten. Wie eine Semmel, halb, und dann wird da Marmelade reingemacht. Ich glaube, beim Krapfen geht es auch wirklich darum, dass der nicht offen ist. Weil das wird ja mit so einer Spritze reingemacht. Ich muss ehrlich sagen, der Teig ist sowas von soft. Ja. Also richtig, ich glaube sogar ein bisschen weicher als in Deutschland. Das Einzige, was hier ein bisschen anders ist, ist die Haut. Die ist ein bisschen zäh, aber super lecker. So, jetzt machen wir uns mal eine typische deutsche Stulle. Das hier ist eine deutsche Stulle. Wo war das? Bei dir auf dem Teller? Ja. War das nicht im Brotkorb? Doch, ich hab's rausgenommen. Okay. Alter, das feiere ich hier so heftig. Das ist alles aufgewärmt. Boah. Boah, boah, das riecht. Schau mal, willst du das dicke oder das dünne Stück? Dünn. Dünn. Du willst das beste Stück. Knoblauch-Kräuterbutter. Davon nehmen wir jetzt einen schönen Haufen Butter. Machen den schön hier rein. In der warmen Semmel verstreicht sich die Butter natürlich wie Butter. Ich würde einfach mal ein bisschen mit dieser Wurst nehmen. Soll ich dir was sagen? Ich sag's dir jetzt ehrlich. Das Brot, als ich es so hingenommen habe, hat mich schon überzeugt vom Geruch. Weil diese Knoblauch-Kräuterbutter mir so in die Nase reingegangen ist, hab gewusst, es wird schmecken. Die Wurst, absolut nice. Könnte für mich so eine deutsche Bierschinkenwurst sein. Also super lecker. Diese Butter hier drauf ist so präsent. Ich könnte das einfach so essen. Es würde schmecken. Dann haben wir hier noch so... Ich glaube, es müsste Rinderschinken sein, oder? Ist das Rind? Ja, ich glaube, es ist eine Art Pastrama. Ja, es sieht richtig aus wie dieser richtige Bierschinken, den du im Rewe kaufen kannst. Weißt du, ich meine, dieser richtig bayerische Bierschinken. Und schmeckt halt, muss ich jetzt ehrlich sagen, 10-mal besser. Okay, das sind Scrambled Eggs. Sind jetzt nicht wirklich Scrambled Eggs, aber... War doch. Gute Konsistenz, sind lecker. Die sind auch richtig so. Ja, sind nur ein bisschen kalt geworden. Aus irgendwie. Ja, sind nur ein bisschen kalt geworden, weil ich mir Zeit gelassen habe. Aber gute Konsistenz. Schön drauf, so würde ich das essen. Sieht jeden Mal. Sieht deutsch aus jetzt irgendwie. Sieht das deutsch aus? Ja. Das freut mich voll. Dann haben wir ein erfolgreiches Video: ein deutscher Sandwich. Mmh. Mhm. Das Einzige, wo ich sage, man merkt, dass man nicht in Deutschland ist, ist die Butter. Ansonsten absolut deutsch. Und die Butter finde ich aber besser. Jetzt, Samir, kannst du das Croissant probieren. Das Croissant ist nicht deutsch, aber in Deutschland macht sehr gute Croissants. Deswegen will ich wissen, was sie zu dem Croissant sagt.
Ich muss sagen, dieses Croissant erinnert mich an die Croissants in meiner Kindheit, die ich mal in Paris gegessen habe. Und das ist schon krass. Boah, dieses Croissant, gell? Da hat man so Kindheitsflashbacks, ohne Witz jetzt. Das ist ciao. Das ist so butterig und so lecker und so. Ja, ich find's gut. Mich überzeugt es jetzt nicht so hart. Es ist ein gutes Croissant. Ich finde es so ein richtiges Buttercroissant und so muss es halt sein. Nicht so. Es ist soweit. Die Breze, Freunde. Ich habe leider keine cleane Butter. Ich sag mal so, mich freut, weil die Butter ist tausendmal besser. Was isst man von der Breze? Was ist das Herzstück der Breze? Ich würde sagen, Boden, das Bauch. Dicke, gell? Der Bauch. Der Bauch? Komm nicht einmal hierher, weil ich... ja. Riecht stark nach Lauge, hat auch die richtige Farbe, von innen schön soft. Es hat eigentlich alles, was eine Breze braucht. Machen schön die Butter drauf. Man sieht hier auch schön die Kräuter drin. Was mir auch direkt aufgefallen ist, ich zeige das hier noch einmal, bevor ich abbeiße. Sieht man das? Das sind Kristalle. Das ist dieses Kristallsalz. Kommt schon. Also kommt sehr nah an eine Breze ran, finde ich. Ich würde sagen, da fehlen 10%. Der Teig innen, hier drinnen, ist nur zu luftig. Das heißt, man beißt und es squeezt sich direkt. Also merkt ihr das? Hier, schaut. Das ist ohne Kraft. Hier fehlt ein bisschen das Teigige in der Breze. Aber ansonsten ist die Breze zu 100% getroffen. Ja, man hat so diesen leicht bitteren Geschmack von Lauge. Ich weiß nicht, ob das bitter ist, aber ich weiß so. Auch nicht, aber ja, ich schmecke also. Nach Lauge. Ich sage euch jetzt, was ich in der Kindheit gegessen habe. Nutella mit Breze. Was weiß ich? Breze mit... Was war das? Ich kann euch nicht erklären, wie geil das schmeckt. Schreibt mal unten in die Kommentare, falls ihr das auch schon mal gegessen habt. Nutella mit Breze. Was war meins nochmal? Ich weiß nicht. Breze mit Multivitamin, oder? Ja, überhaupt. Oh, Käsebreze mit Multivitamin. Ich schwöre, mir taugt alles eigentlich. Das ist echt rundum gut. Ihr habt gesehen, was wir hier alles gegessen haben, wie voll dieser Tisch war. Jetzt habt ihr die Chance, in die Kommentare zu schreiben, was das alles gekostet hat. Ich habe jetzt noch vor, euch ein bisschen hier die Gegend zu zeigen. Ein dickes Bussi geht auf jeden Fall an Ralfs German Bakery. Shukran. Okay, Masalama. So, Freunde, das war das leckere Essen hier in einer deutschen Bäckerei. Bäckerei. Bäcker. Oh mein Gott. Ist es von dem Laden? Nee, ist es nicht. Nee, Nuba. Apart from Nuba. Nubien, ich liebe Nubien. Schau mal. Boah, nebendran gleich. Richtig süß. Das ist. Das ist sehr, sehr süß. Da ist Nubien, die ganzen Zeichnungen. Ich liebe Aswan. Und jetzt schauen wir uns Maadi an. Ein bisschen zu Fuß. Viel Spaß. Schaut mal hier. Altes Building. So wird es aussehen. Für jeden, den es interessiert. Alles voll mit Bäumen und wachsendem Zeug. Ich würde gerne den Nil herzeigen. Aber ich weiß nicht, schauen wo auf Maps, wo ist, dann können wir hingehen. Ja, machen wir gleich. Ein paar Sekunden später. Also Freunde, wir sollen jetzt, das ist der Weg zum Nil. Das will ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben Polizisten gefragt, zwei Zivilpolizisten und ein normaler Polizist. Aber das kann doch nicht der das Weg ist sein. Nicht der, das ist nicht der Weg für Touristen, nee. Und so sieht auch das Maadi Maadi nicht aus. Der fährt doch auch da. So, hier wieder hoch. Gehen wir einfach hier durch. Hier werden wir wahrscheinlich überfallen, Alter. Natürlich nicht. Es war ein Witz. Aber du weißt, was ich meine. Ein normaler Tourist würde hier nicht durchgehen. Deswegen.
Wir zeigen euch sowas. Schaut, wenn ich mich nicht gebuckt hätte. Hier die Treppen hoch. Aber Leute, schaut mal. Das ist doch geisteskrank interessant, durch sowas durchzugehen. Ich sage euch, die Straßen, die am gefährlichsten aussehen, sind wahrscheinlich die ungefährlichsten in Kairo. Schau, ein süßes Café mitten im Nirgendwo. Kein Mensch kommt hierher und würde was machen. Oder wir müssen... Ja? Oh, da kam gerade Müll runtergeflogen. Ja. Wir müssen da lang. Das ist die Richtung. Echt? Da hinten ist der Nil, ja. Schau, da sind die Palmen und alles. Corniche al-Nil nennt sich das. Schaut mal hier, Leute. Hier wurden wahrscheinlich Häuser weggerissen. Alter, sind das Ziegen? Wo? Da. Ja. Das sind Ziegen mitten in der Stadt von Kairo. Schaut, das hier ist Wüste. Da schon klar. Sollen wir Tuk-Tuk nehmen? Das wäre doch mal lustig. Bargeld. Das ist Samias größtes Problem. Sie bindet die Schuhe nicht richtig. Boah, musst du alles kommentieren wie ein Kommentator jetzt, oder? Ich bin Fußballkommentator, willkommen. Was sagt ihr dazu, Leute? Schreibt unten was in die Kommentare. Was ist eure Meinung? Würdet ihr hier mal hergehen? Wärt ihr durch dieses Ghetto gerade gegangen oder nicht? Es sieht aus wie ein Ghetto für einen normalen Touristen aus Deutschland. Meine Lieblingsfarbe. Komm. Ich will ein Foto. Wow. You're looking so handsome. Yeah. Okay. Ich bestelle schnell Uber. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, was ihr vielleicht gerne sehen wollt. Schreibt mir Mails, schreibt mir Kommentare. Ich freue mich über alle positiven und netten Nachrichten. Und gibt es sonst noch was zu sagen? Ja. Wir sind immer noch in Ägypten, Kairo. Es wird sich auch erstmal nicht so schnell ändern. Wir bedanken uns für den Support. Wir lieben alles, was ihr macht für uns. Und ja, gebt weiter Gas. Wir geben weiter Gas. Und dann können wir natürlich noch viel bessere Produktionen und Videos machen. Und freut euch auf die weiteren Projekte. Tschüss. Geh weiter. Geh.